Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Ja, wie ihr seht, Kim ist dabei. Das Auto ist voll. Und wieso, weshalb, warum, das seht ihr dann gleich. So viel sei gesagt, Garage 8 zieht um. Es waren schöne Zeiten in dieser tollen Garage. Aber wir ziehen um und es wird gut, es wird groß. Und Kim, gibt es da noch mehr zu sagen? Nein. Wir haben jetzt ungefähr 70, 75 Kilometer vor uns. Wir müssen noch kurz was besorgen. Und dann sehen wir uns gleich wieder und dann zeige ich euch, wo wir uns in Zukunft aufhalten werden. Und eine halbe Ewigkeit später gefühlt, weil sehr, sehr viel Stau auf der Autobahn war, sind wir da. Das ist das neue Zuhause von Garage 8. Glauben möchte aber oder nicht, aber ich freue mich einen riesigen Ast ab. Ja, es war aber auch viel Sucherei jetzt und ihr seht, wir haben unendlich viel Platz, also zwischen 6 und 8 Autos würden theoretisch hier reinpassen. Dass es nicht so viele werden, ist klar. Es werden nämlich aktuell 2 und ich rede nicht vom Jazz, sondern ich habe ja, nee, nicht von Kim, sondern vom Jazz. Sondern es kommt der EJ9 auf jeden Fall hier rein und es kommt noch ein Auto hier rein. Das kommt dann am 14. Und da will ich jetzt eigentlich noch gar nicht so viel zu sagen. Es wird auf jeden Fall ein bisschen größer als ein EJ9 und es wird sehr, sehr interessant. Ja, und wie ich mir das Ganze vorstelle, sage ich euch jetzt. Moment. Gedacht habe ich mir da, wo das Schwerlastregal steht, dass da auf jeden Fall bis da vorne Schwerlastregale kommen, also bis zu diesem Pöller. Dann vielleicht noch eine zweite Reihe davor. Hier vielleicht so eine kleine Sitzecke, das wäre ganz cool. Und hier, da quasi so eine große Werkbank unten mit so ein paar Regalen drin, sodass man das Werkzeug dahin packen kann oder vielleicht mit dem Hängeregal noch oben dran, sodass ich quasi das Licht, was da oben jetzt ist, hier auch direkt nutzen kann. Und dann würden hier quasi die Autos stehen. Ja, ich denke mal so kurz nach der Sitzecke, beziehungsweise kurz nach der Werkbank direkt schon da. Und ich denke, dass das dann insgesamt 3 bis 4 Autos platztechnisch sinnvoll ist. Ich muss jetzt mit dem Jazz mal eben gucken, ob man die auch hier so längs parken kann oder ob man die so wie der Jazz jetzt parkt hinstellen. Ja, das ist das. Ja, und jetzt ist ein Tag später, es ist Donnerstagabend, ich sitze zu Hause und übrigens da ist noch die Verpackung von den neuen Kameraakkus. Ich glaube, es ist im Video nicht so ganz rübergekommen, also ich freue mich wirklich sehr, dass ich die Halle habe und ja, ich kann da jetzt nur noch nicht so ganz rumschreien und machen und tun, weil ich da jetzt auch erstmal jetzt den ersten Monat bin und die müssen sich auch noch an mich gewöhnen und umgekehrt. Ja, ich muss mit den Leuten da erstmal warm werden, aber jetzt mal so ein paar Eckdaten also. Das sind 100 Quadratmeter knapp für recht wenig Geld, also wirklich wenig Geld. Die Halle ist dafür sehr lang. Ich hätte lieber eine sehr breite gehabt, aber für das Geld, ganz ehrlich, kann ich mir das nicht ausruhen. Und tut mir leid, dass das Ganze jetzt ein bisschen wackelt, aber ich halte das gerade einfach mit der Hand hier fest. Und die Decke ist nicht sehr hoch, das heißt, eine Hebebühne wird nicht reinkommen. Aber ich denke, ich werde mir einen Werkstattwagenheber
holen und das Ganze dann wie gehabt mit dem Wagenheber machen. Allerdings mit einem Werkstattwagenheber, der dann 50 cm hoch pumpt und nicht nur die 30 cm. Das heißt, ich habe dann mehr Arbeitsplatz quasi. Aber es ist eine deutliche Verbesserung und Vergrößerung zu dem, was wir jetzt haben. Ich habe Licht, ich habe Strom, soweit ich das gesehen habe. Ich muss nur gucken, ob das funktioniert alles, wie es da ist. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir das Beste daraus machen. Klar, es ist noch ein langer Weg, bis die Halle so ist, wie ich sie gerne hätte oder wie ich sie brauche. Aber ihr habt ja gesehen, was ich damit, oder ich habe euch ja gesagt, was ich damit vorhabe. Oh, hallo Holly. Möchtest du auch ins Video? Dann komm, und, oh, guck mal. Guck mal, Holly, da, guck mal, Kamera. Jetzt habe ich bestimmt eine nasse Mumie hier auf dem Ding. Hallo, hallo, ich bin Holly. Ja, und entsprechend wird das da auf jeden Fall passieren. Und ich hätte eigentlich letztes Jahr nicht gedacht, dass ich, beziehungsweise dieses Jahr gedacht, dass ich so schnell noch eine Halle kriege. Das war auch mehr Glück als Verstand. Das zeigt aber, dass das alles ohne weiteres möglich ist, wenn man nur Bock drauf hat. Ja, das Ganze motiviert mich auf jeden Fall extrem, mehr an den Autos zu machen. Und es zeigt mir, dass ich, wenn ich hart arbeite, dass ich sowas auch ohne Probleme finanziell stemmen kann. Was natürlich heißt, ich muss meine beiden Jobs natürlich weiterhin machen, damit auch die ganzen Projektautos dann fertig werden. Und also, wie ihr wisst, kommt ja zum EO9 noch eins hinzu. Ich glaube, das habe ich jetzt oft genug schon gesagt. Und natürlich verleitet so eine Halle auch dazu, mehrere Autos noch zu kaufen. Ich muss mich jetzt allerdings erstmal zurückhalten, das nicht zu tun, weil, naja, ich kann nicht 5, 6 Autos haben, von denen keins so wirklich fertig wird. Deswegen muss ich da auf jeden Fall erstmal mich zurückhalten. Aber ist auf jeden Fall ein Riesenschritt nach vorne. Ich denke, das bringt auch den Kanal nochmal ein ganzes Stück voran und ich freue mich da sehr drauf. Ich freue mich darauf, wieder mehr Content für euch produzieren zu können, weil meine Überlegung war jetzt einfach aus der Garage rauszugehen und keine zweite anzumieten, weil es bringt nichts platztechnisch. Gerade wenn man so Motorswap oder ähnliches macht, ist es einfach viel zu eng und da habe ich Platz. Ich kann mich ausbreiten, ich kann machen, was ich möchte eigentlich und habe dann trotzdem noch genug Platz, um anderen Kram zu machen und stehe mir da nicht quasi mit meinen Krümeln da selber irgendwie im Weg. Denn wer das die letzten Videos vom EOD 6 gesehen hat, der hat gesehen, dass neben dem EOD 6 direkt der B16 steht. Das heißt, ich muss den EOD 6 jedes Mal rausrollen, damit ich was machen kann am Auto. Oder wenn ich jetzt spontan mal irgendwas aus der Garage holen muss, dann muss ich ständig über den B16 klettern und das ist alles und entsprechend musste ich da jetzt einfach raus, weil es mich auch irgendwie so ein bisschen gefrustet hat und ja. Damit ihr halt auch versteht, warum das Ganze momentan so ist, wie es ist. Heißt also, es wird ein anstrengender Monat, da einzuziehen. Und nach werden die restlichen Sachen kommen, die ich brauche. Oder die ich mir dann zusammenbauen werde, so wie ich es gerade benötige. Nächste Woche kommt erstmal auf jeden Fall das zweite Auto. Also am 14. habe ich jetzt ausgemacht mit Daniel. Und dann könnt ihr das auch auf jeden Fall sehen. Und dann erkläre ich euch auch, was es damit auf sich hat, was ich damit vorhabe und was das überhaupt ist. Bis dahin seid auf jeden Fall gespannt. Ich mache jetzt hier einen Cut. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.